Mein Name ist Jochen Guck, ich bin Direktor hier am Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts. Und uns interessieren die physikalischen Eigenschaften von biologischen Zellen, insbesondere wie weich oder wie steif die Zellen sind. Wir nutzen Licht für eine mechanische Messung. Das ist unsere Verbindung zu dem übergreifenden Thema dieses Instituts. Und zwar wird hier Laserlicht in eine Probe gebracht. In der Probe selbst treten spontan Schallwellen auf und diese Schallwellen interagieren mit dem eingestreuten Licht. Wir nutzen diese Technologie, um in lebenden Tieren, das heißt nicht invasiv, diese mechanischen Eigenschaften zu messen. Was uns sehr stark interessiert, warum Zebrafische ihr Rückenmark regenerieren können. Ich sitze selber im Rollstuhl, das heißt, ich hatte einen Unfall und mich interessiert es auch aus privaten Gründen, warum eigentlich das Rückenmark in Säugetieren wie auch den Menschen dann nicht regeneriert und warum das bei den Zebrafischen der Fall ist. Um das zu verstehen, warum Zebrafische die Möglichkeit haben, ihr Rückenmark zu heilen und Nervenfasern auch wieder nachwachsen zu lassen, nutzen wir eine besondere Eigenschaft dieser Tiere. Und das sind, dass sie sehr optisch scheinbar durchsichtig sind und wir können wirklich im lebenden Tier können wir beobachten, wie Nervenfasern nachwachsen, wie diese mit ihrer Umgebung interagieren. Besonders Augenmerk legen wir hierbei auf das sogenannte Bindegewebe. Es ist gut bekannt, dass im Menschen und andere Säugetiere, die nicht regenerieren können, das heißt eben ihre Nervenfasern nicht nachwachsen können nach Verletzung, dass die ein sogenanntes Narbengewebe ausbilden. Dieses Narbengewebe lässt das Nervenfasernwachstum nicht zu. Im Zebrafisch hingegen konnten wir zeigen, dass dieses Narbengewebe durchlässig ist und nicht nur durchlässig für Nervenfasernwachstum sogar notwendig ist. Wir züchten die Zebrafische in unserer eigenen Zebrafischhaltung hier am Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts. Und diese Zebrafischhaltung ist eine modernste Tierhaltung, die es ermöglicht, die optimalsten Bedingungen für die Fischzucht zu gewährleisten, damit es den Zebrawerblingen an nichts fehlt. Für uns ist der Hintergrund dieses Instituts für die Physik des Lichts ideal, weil wir hier eben viele Kollegen haben, die sich sehr gut mit Licht auskennen. Das heißt, wir entwickeln hier neuartige Methoden und da ist eben diese Umgebung besonders toll dafür. Aber das Ziel ist dann in ein paar Jahren dann auch in ein neues Max-Planck-Zentrum für Physik und Medizin umzuziehen, direkt auf dem Klinikgelände des Uniklinikums hier in Erlangen, um dann die Erkenntnisse, die wir mit diesen Methoden gewonnen haben, irgendwann in die Anwendung zu bringen und dazu zu verwenden, um Therapie und Diagnose von menschlichen Krankheiten zu verbessern. Und der Zebrafisch ist da eben ein wichtiger Schritt von der Arbeit mit einzelnen Zellen, die eben aus ihrem normalen Kontext herausgerissen sind, hin zu, wie Zellen sich wirklich in einem lebenden Organismus verhalten, bevor wir dann irgendwann mal den Schritt machen können, unsere Erkenntnisse dann eben auch bei Menschen anzuwenden.